Wunderschön. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich bin mal wieder da mit einem neuen Video. Ich habe eine Anfrage bekommen, ob ich was vorstellen wollen würde, und das fand ich sehr interessant. Also jetzt nicht für mich jetzt an sich, weil ich habe ein Mikrofon, aber von Milso gibt es ein Ansteckmikrofon. Dann machen wir jetzt hier mal ein Unboxing. Gucken wir uns das mal an. Ich werde dann nachher dann auch noch ein Video machen am PC, wenn wir das benutzen werden, und dann auch mal die Mikrofonqualität testen. So, das ist ein ja, das ist halt mit bei. Zwei Dinger zum Halten sind hier dran, ein USB-A-Kabel an Stecker und hier so ein Winddingsbums, der hier schon. Nee, das ist nur ein Fussel. Und hier ist das Mikrofon. Sieht aus wie so ein kleiner Stift. Kann man aber nicht hier abmachen. Das ist fest, oder? Ja, wir machen das erstmal hier drauf. So. Den Popschutz drauf. Und dann soll man das, ich weiß nicht, ob hier ein Bild drin ist, soll man das dann halt sich hier so ranmachen an T-Shirt, und dann hängt das da halt so. Und das soll wohl gut sein. Ich kenne es nur vom Mikrofon, dass man sie sich dann halt so ransteckt, dass sie dann so dran sind und nach oben zeigen, so wie mein jetziges. Aber dass man es dann ran macht und dann so an einem runterhängt so ein bisschen, das ist mir neu. Aber es ist ein größeres Mikrofon auf jeden Fall als mein Ansteckmikrofon. Deswegen, und USB und PC verstärkt ja auch manchmal noch Sachen. Deswegen bin ich da mal gespannt. Das ist jetzt nicht für mich großartig interessant, weil ich habe, wie gesagt, Mikrofon. Aber ein USB-C-Mikrofon, ein USB-Mikrofon, was man sich so anstecken kann für einen PC, ist vielleicht für den einen oder anderen interessant, wenn die Qualität gut ist. Ja, da hat man halt nicht diese, wenn man auf den Tisch klopft und so, dann braucht man kein Mikrofon mit Spinne und so. Dann klemmt man sich ran, kann auch jederzeit, wenn man halt nur nebenbei mal was aufnehmen will oder ein Mikrofon braucht, dann braucht man halt nicht so ein riesen Equipment, sondern steckt da dran, benutzt es und fertig ist. Und ja, da bin ich mal gespannt. Vor allen Dingen, wie die Qualität ist, weil das ist ja größer als meins, was ich jetzt hier dran habe, und das hat eigentlich eine gute Qualität. Ich bin mal gespannt. Ich bin ja immer neugierig auf so eine Sachen. Weil so ein großes Mikrofon und vor allen Dingen auf die Art mit zum Ranmachen, das hätte ich mir so selber für mich nie gekauft, weil es komisch aussieht. Aber zum Testen, boah, dann nimmt man es doch mal mit und guckt mal nach. Und sind auch zwei Dinger dran. Warum haben sie denn nicht am Mikrofon direkt denn aus Metall vielleicht oder ein größeres, stabileres mit dran, dass man das dann hier ranmachen kann? Mit dem Runterhängen und so, also ich weiß nicht. Deswegen, ich will das unbedingt testen. Na, mal gucken. Das gucken wir uns dann nachher gleich am PC an. Oder beziehungsweise, kommt für euch ist es nicht nachher, kommt ja gleich. Ich switch dann halt gleich rüber. Aber für mich ist es nachher. So, ich bin mal gespannt.